Das ist aber mein Finale hier. Oh Gott. Ah, nein, nein, nein. Lauf und... Hey, Orges, und willkommen zu einer neuen Survival-Games-Runde auf der Hive. Und diesmal wieder ganz alleine, weil das einfach Spaß gemacht hat, letztes Mal alleine aufzunehmen und ihr das ja auch gut fandet. Keine Sorge, es kommen auch nur normale Runden, aber es hat jetzt einfach Spaß gemacht, jetzt möchte ich nochmal aufnehmen, ganz allein. Und ich habe auch beschlossen, dass ich jetzt jeden Tag 16 Uhr Minecraft bringe, dass ihr euch einfach ein bisschen darauf verlassen könnt, ja? Entweder es kommen ungespielte Dena-Abenteuer oder wenn mal keine Map ist, sowas wie das hier, dazwischendurch natürlich Hardcore und und sowas hier kann natürlich auch mal um 18 Uhr kommen, aber 16 Uhr steht jetzt fest, immer Minecraft und 19 Uhr immer, lieber SimCity, Montag und Dienstags immer Formel 1 um 18 Uhr, ne, da habt ihr so ein bisschen so feste Zeiten, ich glaube, das ist ganz cool, findet ihr das cool, könnt ihr mir ja mal schreiben, was ich nicht cool finde, dass ich hier zu langsam losgelaufen bin, ich fail das immer wieder, sag ich euch, aber ich habe hier meine relativ sichere Route, wo ich eigentlich immer so mehr oder weniger ein paar Sachen finde, na, jetzt laufen, da war eine Kiste drin, ah, komm schon. Nichts Gutes. Komm schon, laufen, laufen, laufen. Es darf niemand vor mir auf dem Dach sein. Fuck! Nein, jetzt ist er vor mir auf dem Dach. Vielleicht mehrere Leute vor mir auf dem Dach. Was mache ich denn jetzt? Jetzt muss ich hier rüberlaufen. Nein, ist er hinter mir? Ich weiß es nicht. Ich habe, glaube ich, neben mir einen Schatten gesehen. Oh, nee, nee, nee. Ich möchte nämlich hinten jetzt auf den Hügel laufen. Bäh. Scheiße. Aber erstmal hier rauf. Wenn ich das schaffe. Jawohl. So, weil da hinten ist auch noch eine Kiste. So, und dann laufe ich hinten auf den Hügel. Okay, immerhin Goldschwert. Immerhin ein Goldschwert. Und eine Chain Leggings. So. Das heißt, ich bin nicht mehr ganz wehrlos, ja? Ihr könnt mich nicht mehr ganz so sehr. Wow. Scheiße ist er schon. Aber hier oben war noch niemand. Komm, komm, meine Kiste. Ach, nur ein Holzschwert. Und eine Tunika. So. Oh, fuck. Komm hoch, und dann bist du runter. Jawohl. Da ist er da unten. Nein. Was tue ich denn? Okay, jetzt muss ich hoffen, dass ich ihn killen kann. Komm schon. Nein, der hat. Der hat aber. Komm schon, komm schon. Jawohl. Boah. Der hatte eine Steinaxt, aber ist eigentlich nicht besser als mein Goldschwert. So, durchatmen. Das war aber gut für uns, denn jetzt haben wir ein bisschen Essen bekommen und haben halt allerlei Sachen. Haben wir noch irgendwas Besseres, was wir anziehen? Nee, die goldenen Boots aber noch. So, die Frage ist, da ja er damit gekämpft hat, was ist denn jetzt besser, Goldschwert oder Stone Axe? Ich kann euch das gar nicht beantworten, auf jeden Fall. Haben wir ein bisschen Zeit verloren, die wir eigentlich hätten nutzen müssen, um da hinten halt hinzukommen, wo ich eigentlich hin wollte, da. Habe ich schon wieder volles Leben? Nee, also eigentlich möchte ich noch nicht hier runterspringen, aber... Wo ist denn der Weg hier runter? Es gibt hier keinen einfachen Weg runter, ne? Ja, ich springe jetzt einfach mal. So, das werde ich überleben. Wo war denn der schnellste Weg hier runter? Ja, habe ich ganz vergessen bei meiner ganzen Suche. So, hier langsam runter. Oh, da unten ist einer. Okay, ich bin aber gedupt. Das heißt, er sieht mich eigentlich nicht. Hier hätte ich runtergekonnt. Okay. Ganz! Habe ich natürlich nicht gesehen. Springen wir mal hier rauf und gucken wir mal, ob wir hier rankommen. Jawohl. So, runter. Und jetzt ab. Da hinten auf dem Hang. Da unten links sehe ich einen Namen, aber der soll uns nicht interessieren. Der soll uns einfach auch gar nicht mal interessieren. Wir gehen jetzt einfach hier hoch in Richtung Mr. Q. Oder Mrs. Q, wahrscheinlich eher gesagt. Das ist die berüchtigte Emma, ja. Da werden jetzt aber nur Insider, schon langjährige Zuschauer, wissen, worum es sich dabei handelt bei der Emma. Ich finde hier keine Kisten, ja. Da ist keine Kiste. Da haben wir irgendwie heute ein bisschen Pech mit der Route. Aber wahrscheinlich werden die, wenn hier Kisten, werden die auch schon da auch keine Kiste, ja? Da haben wir echt mal Pech. Hier ist die erste Kiste. Schauen wir mal. Oh, aber noch nicht geleert. Noch nicht geleert. Haben wir schon eine Chainhose? Ja, die haben wir schon. Bah! Fuck! Nein, der hat gute Sachen. Ah, Mann! Mann, Mann, Mann. Und unser Leben ist nicht voll aufgeladen, weil ich darauf nicht geachtet habe. Dummerweise. Hat er gerade was gegessen hinter mir? Es hat sich so angehört. Soll ich hier so hochgehen und kämpfen? Ja, komm schon. Ich muss es versuchen. Ich muss es ja versuchen. Und es sieht gar nicht schlecht aus. Er rennt weg. Siehst du mal, da haben wir nämlich Glück gehabt. Und das muss man natürlich auch manchmal Glück haben. Kacke, ich hätte den Kuchen essen sollen. Komm schon, ich kann das schaffen. Ja, ich bin ja selbst nicht gut, aber ich habe den halt ein bisschen... Der hat sich schlecht dumm angestellt. Selber schuld, mein Lieber. Und deswegen ist das jetzt meine Chance, den zu killen. Und der hat ja auch ein paar nette Sachen. Also, na, hat er überhaupt bessere Sachen als ich? Ich weiß es gar nicht, ob es sich das jetzt lohnt, den da zu verfolgen oder ob das Risiko ist. Ich würde sagen, es ist gerade ein bisschen viel Risiko, weil ich ja nicht mal so wirklich viel Essen habe. Deswegen erstmal durchschnaufen und erstmal selber ein bisschen was essen. So, um Leben überhaupt zu regenerieren. Denn da unten ist ja einer im Haus. Bewege ich mich erstmal hier drauf. So, da innen ist er. Aha. Ich weiß gar nicht, wie man da hinkommt. Kann das sein? Ich habe echt gar keine Ahnung, wie man da hinkommt. Naja.
Jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal ein bisschen, kann sich unser Leben ein bisschen regenerieren. Aber wir haben hier immer noch nur Goldschwert. Haben wir überhaupt noch irgendwas zum Anziehen? Nee, ich glaube, ansonsten haben wir jetzt alles angezogen, was wir irgendwie so anziehen können. Haben nicht ganz so schlechte Rüstung, aber halt nur Goldschwert bzw. Stone Axe, wo ich gar nicht sagen kann, was besser ist. Naja, wir können da unten nochmal die Kühe töten. Haben wir irgendwo jemanden hier in Reichweite, den wir nochmal kloppen könnten? Das wäre natürlich sehr praktisch, um nochmal an bessere Sachen ranzukommen. Naja, jetzt müssen wir erstmal die... Das sind aber viele Kühe auf einmal. Was ist das denn für eine Kuh? So eine Schafskuh. Was ist da denn los? Mutation, Fukushima, Hilfe. Nein, aber XP möchte ich trotzdem. Und Essen. Essen ist natürlich immer gut. Danke sehr. Wundervoll. Wir laufen erstmal, weil hier sind nie so richtig geile Kisten. Wir laufen wieder ein bisschen Richtung Bahngebäude, aber nehmen da unten das bisschen XP mit. Vielleicht können wir ja noch im Verlaufe der Runde hier irgendwie ein bisschen was an, etwas verzaubern. Aber mal sehen, das kann man jetzt noch nicht sagen. Wäre auch ein bisschen schade, nur so ein Goldschwert zu verzaubern. Nee, also ein Steinschwert muss es schon allermindestens sein. Wir checken hier nochmal, ob die Kisten schon genommen wurden. Ja, das wurde hier alles genommen. Wäre auch merkwürdig gewesen, wenn nicht. Aber wie viele sind überhaupt noch im Spiel? Gar nicht so wenige. Nee. Da oben ist doch einer, oder? Nein, nur eine Kiste oben auf dem Dach. So, jetzt aber mal Vorsicht. Jaha, da führt mich das hier doch mal direkt hier hin. Nur damit ich was finde. Was ist denn jetzt besser? Ledertunika? Ich glaube, Gold ist besser. Bin mir aber auch nicht ganz sicher, aber Gold, auf jeden Fall ist es nicht schlechter. Höchstens weniger lang haltbar, aber haltbar ist es eh lang genug für eine Runde Survival Games. Also Wayne's Tents. Angezogen, jetzt glitzern wir, jetzt sind wir toll, jetzt sind wir schön. Das ist auch was für Selbstwertgefühl, das darf man ja auch nicht verachten. Das hat ja auch ganz Placebo-Effekte im Zweifel zumindest auf uns selbst, ja, dass wir uns besser fühlen, dass wir uns geiler fühlen und das ist auch immer was Gutes, immer was Schönes. Jetzt möchte ich aber langsam mal einen Gegner haben, ne? Also, weil ich brauche ja einen Gegner jetzt, bevor die alle sich verstecken, weil wenn die sich alle verstecken, heißt das eher so viel, die sind auch auf der Suche nach Sachen. Das heißt, jetzt wäre die Möglichkeit, richtig zuzuschlagen, wenn sie rauskommen nachher. Haben sie wahrscheinlich alle schon gute Sachen und damit bessere Sachen als ich. Nicht gut. Ich weiß nicht, ob die Leute, die hier im Haus waren, unten alles nachgeguckt hatten. Ich hatte ja den Raum da ausgecheckt. Aber den hier zum Beispiel ist ja auch manchmal eine Kiste, aber nein, oder glaube ich zumindest, aber diesmal hieß hier auch keine Kiste. Ich gehe trotzdem nochmal hier hoch, ist da oben eine? Nein, nur die Spinnenweben. Da oben. Was war da? Nein. Kein Spieler in Sicht. Oh, hier hat jemand sogar hier die Spinnweben zurückgelassen. Kann ich eigentlich mal hier so hinpacken ins Inventar. Und dann mal den Cooked Fish essen. In welche Richtung bewegen wir uns? Da hinten ist doch einer, da unten ist einer. Okay. Duken? Der weiß nicht, ob wir... Der hat da seine Angel. Ich weiß aber nicht, was er noch für eine Waffe hat. Na? Willst du mich verangeln? Der ist heute auf jeden Fall kein Team-Gegner und darum weiß ich nicht, ob ich jetzt so geil runterspringen soll. Das heißt ja, wenn ich runterspringe, heißt es halt, dass ich ein bisschen Leben verliere. Das heißt, ich sollte vielleicht versuchen, hier auf den Baum zu springen. So, und jetzt habe ich nämlich keinen Lebensverlust mehr. Der TNT. Okay, er TNT. Macht mir aber nichts. Halbes Herz. So, du hast mich getroffen, Junge. Komm her. Hast du keine Waffe? Oh, scheiße. Er hat ein Steinschwert, meine ich. Lauf doch. Oh, shit. Das habe ich ja nicht. Ich hätte nicht gedacht, dass er eins hat, wenn er da erstmal sein TNT verschwendet. Der sah mir so etwas unbedarft aus. Das war vielleicht Taktik, ja, dass ich mich runtertraue. War schlecht von mir. Kacke. Noch einer. Komm schon. Geht der auf. Ja, sehr gut. Der geht auf meinen Verfolger drauf mit etwas Glück. Ja, angel mich ruhig. Der schlägt mich nur weiter weg. Ja? Komm schon. Auf meinen Verfolger drauf. Bitte. Und dann bettel ihr euch und dann komme ich da einfach mal von hinten drauf. Ja. Komm schon, mein Lieber. Und zack, hier lang. Nein, sprinte. Jetzt bloß nicht hier. Unvorsicht. Wo ist denn der Verfolger vom Verfolger? Ist er noch da? Doch, der ist noch da. Der darf nicht den Atem verlieren. Ich meine, ich kann jetzt noch lange sprinten, aber wer weiß, wie lange der Verfolger vom Verfolger noch sprinten kann. Und auf den bin ich angewiesen. So, da hinten haben wir ein Schwein. Oh, Kacke, komm schon. Nein. Fuck. Doch. Ich bin. Er hat mich noch nicht geschlagen. Noch ist die Chance hoch, dass er vielleicht irgendwo stecken bleibt, weil das ist ja das einzige Ziel. Ach, aber der Verfolger vom Verfolger ist zu schlecht, ja? Und dadurch werde ich beeinträchtigt, das gibt's doch nicht. Verfolger vom Verfolger, renne schneller als dein Verfolger, als mein Verfolger. Sonst hast du gleich einen Verfolger. Verfolgerception, Junge. Oh Gott. Ja, ich tue es mal so, ob ich hier lang und dann gehe ich hier lang. Oh, Final Deathmatch beginnt. Haha.
Da bin ich einfach mal ins Deathmatch sozusagen hereingerannt. Weiß ich, ob es jetzt gut ist, dass ich das Opfer. What? Fuck, Alter. Ich sterbe noch, bevor das Deathmatch beginnt. Das wäre ja mehr als peinlich. Oh, jetzt muss ich rennen. Ah, oh, jetzt muss ich rennen. Na, bleibt da stehen? Bleibt da stehen? Weil, wenn. Wer, oh, da ist ja noch einer. Oh, Mann, wo kommen die denn alle her so schnell? Gott. Ja, die ganze Zeit suche ich und dann seid ihr hier an den Seiten plötzlich alle. Lass mich doch bloß in Ruhe. Ich habe euch nichts getan. Noch 30 Sekunden. Ich hätte gerne am Ende nochmal 10 Sekunden, um was für meine, um was für meine Nahrungsbalken, Hungerbalken zu tun. Komm schon. Na. Ich traue mich nicht mehr umzuschauen. Jetzt vielleicht. Ah, Mann, die sind mir auf den Fersen. Okay, noch 20 Sekunden. Was esse ich überhaupt? Ich muss halt erstmal ins Inventar, bevor ich überhaupt essen kann. Okay, jetzt essen. Kacke. Scheiße! Nein! Sprinte doch! Nein! Deathmatch! Ins Deathmatch gerettet! Aber ohne genug Essen. Oh, scheiße, ey. Und die laufen natürlich auf mich zu. Was ist euer Problem? Ich bin doch schon fast tot! Und jetzt laufe ich zurück. Ja! Sprinte! Ja! Ich bin ihnen entkommen! Jetzt kann ich was essen. Oh, scheiße, es reicht nicht. Essen. Ich dupe mich, ja? Ihr könnt mich gar nicht sehen. Scheiße! Oh, Kacke. Ja, komm schon, ist. Scheiße, ey. Oh, fuck, und da hinten schießt er mit Pfeilen. Oh Gott, geh doch auf die drauf. Menschen, Skinners, geh doch nicht auf mich rauf. Mein Leben muss sich regenerieren. Nein! Nicht runterschubsen. Ich bin noch viel zu jung, um zu sterben. Glaub mir. Nein, ich möchte überleben. Noch ein bisschen. Ich kann ja nichts machen mit so einem schlechten Leben. Soll ich jetzt mit der Goldaxt, mit der Steinaxt oder mit dem Goldding? Ah, die sind alle zu dritt unterwegs. Noch 4 Minuten. Ich rette das ins Ziel. 4 Minuten rennen. Oh, kacke, ich sehe am Schatten, dass sie hinter mir sind. Oder? Die sind gar nicht hinter mir. Oh, da hinten sind sie. Okay. Habe ich denn irgendwas noch eingesammelt, was besser ist? Ich glaube auch nicht, ne? Scheiße, ey. Ich tue mich doch, jetzt killt euch gegenseitig. Scheiße. Ich muss mal ein bisschen gucken, dass ich immer. Oh, nur noch einer. Oh, was hat denn der? Ja, Steinschwert. Und bessere hier. Okay, laufen. Okay, ich bin schon mal besser ausgesehen, wenn das kein Finale ist, wo ich nochmal hier ein bisschen was abstauben kann. Ha! Oh, kacke, aber der hat mehr Leben gehabt. Den hätte ich nicht angreifen sollen. Hätte den anderen angreifen sollen. Ich weiß jetzt nicht, wer hinter mir ist. Geh lieber erstmal auf den anderen. Ah! Nein. Nein, dann geh doch auf den, der hat nur ein Goldschwert. Mein Lieber, der hat nur ein Goldschwert. Geh doch auf ihn drauf. Oh Gott, nicht auf mich. Ah, jetzt angelt er mich. Nein, nicht angeln. So, jetzt aber. Auf ihn rauf, ich komm noch direkt auf ihn zu. Komm, wir verbünden uns. Komm schon. Da oben, Dings. Ja, okay, jetzt gehe ich erstmal ein bisschen hinter den lang. Ich muss essen. Nein, lass mich doch in Ruhe. Oh Gott, nein. Nein. Auf den goldenen drauf. Ich weiß, ich habe schon Glück gehabt im Finale. Jetzt brauche ich noch ein bisschen mehr Glück, um hier noch zu bestehen. Brauche ich noch mehr Glück. Ich muss irgendwie. Ich muss so ein bisschen in die Richtung halt laufen. Jetzt kommt er ja genau. Na, ja. Okay, jetzt brauche ich Essen. Wo ist mein Essen? Nein, jetzt lauf schon wieder. Oh, das ist aber mein Finale hier. Oh Gott. Nein. Lauf und. Jetzt bin ich fast tot. Oh, aber der schießt mit einem Pfeil. Der schießt mit Pfeil und Bogen auf meinen Verfolger. Danke dir, Mann. Aber ich habe leider keine Zeit, mich zu verständigen, um zu sagen: Hier, Digga, Team, Digga. Oh, jetzt muss ich essen. Na, noch mehr essen. Und laufen. Laufen. Nur noch 2 Minuten, ja. Ist das Goldschwert ist sogar. Oh, das Goldschwert ist sogar verzaubert. Nein, ja. Einmal in die entgegengesetzte Richtung. Ist er hinter mir? Oh, nein. Na, ha. Komm schon, jetzt lauf doch zum goldenen Typen. Ich bin doch schon fast tot. Scheiße. Nein, jetzt hab ich. Oh. Ba. Ich geh. Ah, scheiße. Was ist denn das für ein Finale hier? Nur so rumgelaufen. Und ich bin fast tot. Noch ein Hieb und ich bin wahrscheinlich schon tot. Ja, ich hatte noch nicht die Chance, mich so ein bisschen zu regenerieren. Lebenstechnisch. Um halt einen Gegenwehr bieten zu können. Ja, mein Schwert ist gut genug. Meine Rüstung ist auch gut genug. Aber mein Problem ist, dass ich halt noch nicht genug Leben habe. Jetzt kann ich vielleicht mal was reißen. Komm, wir killen erstmal den Typen hier. Oh, ich habe ihn noch getroffen.
Ja, und jetzt komm schon, der Letzte. Komm schon, der Letzte. Wer was wäre das, wenn ich den noch schlagen könnte? Aber jetzt muss ich erstmal rankommen. Jetzt muss ich erstmal nah genug rankommen. Ah, Gott, nicht getroffen. Jetzt nicht getroffen. Jetzt, oh, Kacke, und jetzt trifft er mich. Jetzt bin ich am Arsch. Ach, schade. Das hätte fast noch was werden können. Aber ich hätte schon wieder das Gefühl, dass ich ihn manchmal getroffen habe und er keinen Schaden bekommen habe am Ende. Trotzdem, ich kann mich nicht beschweren, wie ich dann noch gerade so ins Finale gekommen bin, dann ewig rumgelaufen bin. Das war schon Dinner-Style mäßig. Aber darum war die Runde auch, glaube ich, mal ganz passend. Ich danke euch fürs Zuschauen. Letzte Anmerkung in eigener Sache noch am Ende. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich beim Webvideopreis mitmache und damit wir dort noch irgendwie ein bisschen was reißen müssen gegen die Konkurrenten, müssen wir da ordentlich voten. Erster Link ist in der Beschreibung. Ihr könnt per Twitter voten. Also einfach einen Tweet absetzen. Jeder Tweet zählt als ein Vote. Ihr könnt bei Google Plus ein Plus geben und ihr könnt bei Facebook ein Like geben. Alles müsst ihr auf der Seite halt da machen beim Webvideopreis. Erster Link in der Beschreibung oder einfach voten.dena.tv eingeben. Das leitet euch weiter dorthin. Wollt ihr mehr von dem ganzen Zeugs hier, Survival Games und so weiter? Vielleicht auch zum Beispiel mal wieder mit Gästen wie den Nodop. Guten Tag. Hallo. Ja, jetzt schreibe ich noch Hallo falsch. Alles läuft hier falsch. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.